Nachdem der Iran zwei US-Stützpunkte im Irak angegriffen hatte, um auf die Ermordung von General Qasem Soleimani zu reagieren, setzte der US-Finanzminister 8 iranische Führungskräfte und 20 große Aluminium-, Stahl- und Kupferhersteller auf die Sanktionsliste. Diese Sanktionen sind Teil der im Mai 2018 gestarteten US-Maximaldruckkampagne, die sich nach Meinung der US-Offiziellen gegen die Regierung richtet. Iranische Bürger sind da anderer Meinung. Es gibt schon lange Sanktionen gegen uns. Es gab eine Zeit, in der ich über Banken Geld an meine Kinder im Ausland überwiesen habe. Jetzt ziehen uns Wechselstuben dort und hier ab und das ist alles ein Ergebnis der Sanktionen. Der wirtschaftliche Druck hat in den letzten 2 Jahren zugenommen, weil sie wollen, dass die Menschen diesem Druck nachgeben. Die USA hatten gehofft, den Iran durch beißende Sanktionen an den Verhandlungstisch zu bringen. Experten meinen, dass sich dieser Traum nicht erfüllt hat. Ein Börsenexperte. Die Sanktionen werden inzwischen als blinde Sanktionen bezeichnet und es ist unwahrscheinlich, dass diese Sanktionen etwas bewirken. Experten gehen davon aus, dass die Produktion von Metallen, besonders Stahl, im Iran im vergangenen Jahr spürbar zugenommen hat. Ich verstehe, warum die Amerikaner den iranischen Metallsektor ins Visier genommen haben. Die Produktion hat in den vergangenen 20 Monaten zugenommen, der Export ist stark gestiegen und hat viele Arbeitsplätze geschaffen. Es ist also verständlich, dass die Amerikaner diesen Sektor im Rahmen ihrer Maximaldruckkampagne kontrollieren wollen. Wenn der Iran nur auf Exporte und Importe mit Nachbarn setzt, kann er Sanktionen ins Leere laufen lassen oder besser gesagt ihre Auswirkungen in den Griff kriegen. Welche Probleme der iranischen Wirtschaft auf Inkompetenz und systematische Korruption zurückgehen und welche auf die Sanktionen, ist nicht klar. Ich meine, die meisten von ihnen gehen auf Inkompetenz und Korruption zurück, die Wirtschafts- und Verwaltungsstruktur des Iran dominieren, nicht auf die Sanktionen. Die Iraner empfinden Trumps kürzlich verhängte neue Sanktionen als symbolisch und ineffektiv, da sie der Ansicht sind, dass die früheren Sanktionen von 2018 allen nur möglichen Schaden schon angerichtet haben.